Abkürzung. Also wenn hier eine Abkürzung ist, die möchte ich gerne noch. This must be what Griswold wanted. Die Abkürzung hätte ich gerne noch. Du hättest mir ja wenigstens deinen Bogen geben können, Drecksack. Ha? Auf der PlayStation 1 war das Game sogar deutsch. Ja, das ist tatsächlich das, was ich bei, bei diesen ganzen Retro-Games, die du jetzt kaufen kannst, bei Good Old Games oder sowas, was ich immer schade finde, dass du in den seltensten Fällen die deutschen Texte dazu hast. Da. Shortcut nach oben. Das Schöne ist immer diese 300-Strategie. Einfach in einem schmalen Gang gegen die kämpfen. Hab einen 3DS-Port von Diablo 1 auf meinem 2DS, auch geil. Es gibt einen 3DS-Port oder generell von Diablo? Okay. Aber offiziell oder ist das so ein extra Raum? Manchmal ist das Treffen von den Gegnern anscheinend nicht so einfach. Der DS muss auch gemoddet sein. Okay. Muss der DS gemoddet sein? Ich hatte damals für meinen. Der DS ist ja dieses Ding zum Aufklappen. Ich hatte so ein extra ROM-Modul, so eine. Wie hießen sie? So eine Karte, wo du eine SD-Karte drin hattest, womit du dann Homebrew-Software auch drauf betreiben konntest. Richtiger fancy Shit. Jo, beim alten DS hatte ich sowas auch, aber 3DS und 2DS kannst du softmodden. Okay, noch einfacher, also was heißt einfacher, aber noch besser tatsächlich dann. Ach, das Modding, es ist aber auch irgendwie nicht mehr Trend, ne? Also was heißt Trend, nicht mehr so ein. Ah, sehr gut. Dann haben wir das auch. Das heißt, wir haben erfolgreich unseren ersten Shortcut nach oben gefunden. Wir geben mal das mit dem Stein ab.
Miss Seerat. Aye, aye, it is as I believed. Give me a moment. Ah, here you are. I arranged pieces of the stone within a silver ring that my father left me. Ah, I hope it serves you well. Hauptsache, der ist auch nicht identifiziert, wenn man ihn bekommt. Mann. Hello, my friend. Stay a while and listen. So. Light Radius, Fast Hit Recovery. Yes, please. Armor 5, plus 5 zu allen Attributen. So mehr Attribute ist ja schon praktisch, ne? Well, what can I do for you? I was with Farnham that night that Lazarus led us into the labyrinth. I never saw the Archbishop again. And I may not have survived if Farnham was not at my side. I fear that the attack left his soul as crippled as... Well, another did my leg. I cannot fight this battle for him now. Ich mache alles, was geht. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ich finde das interessant tatsächlich. Aber ich bin was Elektro... Also ich habe zwar Informatik studiert, aber Elektrotechnik und dieses wirklich an Hardware-Modden, da bin ich halt raus. Das ist nicht meine Welt. Da bin ich lost. I know of many myths and let... Bei Software, das habe ich... Da komme ich eher mit klar. Aber sobald es um Hardware geht, bin ich raus. Kind of fellow drinking cane isn't what he says he is. Sure, sure. He talks a good story. Some of them are real scary or funny. Right? Kane. Yeah. What ails you, my friend? Griswold knows as much about the art of war as I do about the art of healing. Kane. Hello, my friend. I know of many myths. Will mir keiner eine neue Mission geben? Greetings, good master. Welcome. If you want to know more about the history of our village, the storyteller Kane knows. Mhm. Was sagt sie? Good day. How may I serve? My grandmother had a dream that you would come and talk to me. She has visions, you know, and can see into the future. Also, ja, voll tolle Vision. Dass sie sieht, dass ich mit ihr rede. Okay. Why not? Why not? Gut. Zum Abschluss für heute reden wir nochmal mit der Hexe. Einfach um zu gucken, ob wir da eine Quest bekommen. Die wir dann beim nächsten Mal Montag starten können. Ich habe offiziell 31 Grad in diesem Zimmer. Es ist nicht mehr auszuhalten. I sense a soul into a man who only knows iron. There is no greater magic than steel. The blacksmith Griswold is more of a sort. Wir reden alle von Griswold. Sind alle total begeistert von Griswold. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, safe. So, Steuerung habe ich wieder alles verlernt. Wir waren auf Ebene 9 oder 10. Hatten das neue Areal freigeschaltet. Hatten den Shortcut freigeschaltet, um einen kürzeren Weg aus dem Kram rauszukommen. Und, genau. Wir hatten noch irgendeine Quest. Wir hatten doch eine Quest von irgendeinem Wagen, der verunglückt war, oder war das keine Quest? Well, what can I do for you? I was with Farnham that night that Lazarus led us into the labyrinth. Das kennen wir schon. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Okay, wir gehen erstmal wieder ins Labyrinth, weil ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich habe ja keine Quest und nichts, also heißt es weiter sich vorkämpfen.
Da. Down to the catacombs. So. Was ist das? Okay. Level 6? Ach nee, wir waren Level 5. Was rede ich da von 9? Stufe 9, da waren wir noch lange nicht. Ja, dauert aber noch ein bisschen. Das Wasser? Crimson and Azure bekommst er das an? Bitte was? Was bedeutet das? Ich habe gerade mal alle alten iPhones rausgekramt und resette die vernünftig, um die zu verkaufen. Was mich aktuell ein bisschen, also ich habe das Gefühl, eBay Kleinanzeigen, also Kleinanzeigen, ist aktuell echt. Weiß ich nicht, da verkauft sich alles sehr langsam. Was ist mit meinen Tränken? Ach, das ist durch den Schrein passiert. Das ist durch den Schrein passiert. Interessant. Das sind jetzt Kombi-Tränke, die Leben und Mana geben. Durch den Schrein. Regenerationstränke sollten instant heilen zu x Prozent. Ja, sowas in der Art auf jeden Fall. Hallo? Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Dass die so schnell schießt, wie ich drücke, ist einfach komplett overpowered. Und dass die halt so viele Pfeile hat wie Legolas. Also unendlich. Piu, piu. Oi, 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 oi. Gelbe Zombies. Gelbe Zombies. Woo! Mann, lass das. Not enough mana. Ist ja okay. Keine Manieren hat die Frau. Pfirsichringe. Pfirsichringe. Ich muss mal gucken. Also für den Umzug, wir sind ja gute Freunde, die Dienstleistung ihrer Compadres umsonst entgegennehmen. Ich glaube, irgendwas kaufe ich von Haribo, wovon ich am Ende mehr selber fressen werde. Irgendwas werde ich kaufen. Schauen. Zack.
Ei, ei, ei. Was ist das? Warum ist es hier? Warum sind es zwei? Warum? Wie viele von den Pfirsichringen hast du denn schon jetzt Intus? Moment. Nicht I, sondern C, ne? Das war's. So. Muss doch schon eigentlich mindestens die halbe Packung gefressen haben. Verputzt. Und warum Pfirsich und nicht Apfel? 20 eventuell. Saß kaum am PC die letzten drei Wochen. Ey, du musst halt Geld verdienen, ne? Irgendwann muss dein Business halt auch mal so groß werden. Hey, lass das. Dein Business muss ja wachsen, ne? Hallo? Book of Blood. And so locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire, valor awaits for the hero of light to awaken. Okay. Alles klar. Hallo? Bloodstone. And so. Aha. Komm her. Sehr gut. So, wir gehen mal durch diese Tür. Hallo? Spielt eigentlich noch irgendjemand das Pokémon-Spiel? Was ist denn das Pokémon-Spiel? Ist ein neues rausgekommen? Ernsthaft? Komm schon. Cheap Tricks hier. Ach, das Pokémon-Spiel. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gefragt. Das habe ich schon ein paar Mal gefragt, ob das noch jemand spielt, weil sonst würde ich es rausnehmen. Ja, das habe ich vor zwei Streams mal gefragt. Wer macht denn da? Wer kichert denn da? Was gibt's denn hier zu lachen? Das ist doch kein... Warum ist denn ein Loch in der Wand? Hallo? Deswegen ist da ein Loch in der Wand. Ah. Okay, ich vermute mal, dass das Bestandteil einer Quest ist. Das mit dem Buch.
Das bedeutet aber, wir können jetzt die Treppe runtergehen, ne? Up to town und da geht's runter. Da habe ich ja jetzt schon Bock drauf, ne? Agro-Fledermäuse. Soundeffekt aus der Hölle. Hoho! Wow, wow, wow. Könnt ihr das mal lassen, bitte? Ja, nice, heute 20 Minuten früher von der Arbeit abgehauen, weil ich Überstunden ohne Ende habe. Und morgen soll ich mal schnell 1,5 Stunden früher kommen. Sie braucht jemanden. Das ist ja, leider immer das Problem dabei. Aber dadurch, dass... Hey, ich unterhalte mich. Was soll denn das? Bei uns ist es jetzt tatsächlich so, wir haben jetzt am 31. Juni Geschäftsjahresende. Das heißt, bei uns ist es jetzt tatsächlich so, die Überstunden, die ich aktuell habe, verfallen dann auf null. Ich habe aber auch nicht so viele. Das ist, wenn man unter der bewussten... wenn man bewusst weiß, dass das da alles verfällt, dann macht man auch nicht so viele. Was ist da? Ist da noch ein Raum oder ist da kein Raum? Sind Azubi mehr als 5 Überstunden sind nicht. Ich so, jo, ich hab ja nur 7,17 Überstunden. Ja, 5 und 8 oder sowas. Das sind ja noch Chamber of the was? Chamber of the Throne, glaube ich, stand da. Ne, of the Bone. Aha. Dann noch in der Wand. Nein. Okay. Interessant. Not enough mana. Wollte kurz stehen bleiben und hab dann die rechte Maustaste gedrückt. Hallo. Hier geht's in die 7.
Okay. Damit gehen wir erstmal nach unten. Okay, Nachrichten. Ich liebe es ja, ne, diese Kleinanzeigen-App. Die schafft es nicht, den Chat zu aktualisieren. Du musst immer die ganze App nochmal neu starten, komischerweise fast. Das ist total komisch. Ich weiß nicht, wer den Chat bei denen da eingebaut hat. Das ist irgendein... keine Ahnung wer. Das muss ich jetzt echt in den E-Mails lesen. Nein. Nein. Klasse, da wohnt... Moment. Moment. Also wenn die wirklich in der gleichen Straße wohnt? Witzig. Ah, nee, das war noch die andere Nachricht mit der Stadt. Glück gehabt. Reicht das? Das müsste von der Zeit passen. Urlaub und Überstunden sind auch böse Worte für Arbeitgeber? Weiß ich nicht. Also nicht unbedingt. Das Problem ist, du hast mit Urlaub und Überstunden hast du rechtliche Verpflichtungen. Das ist eher das Problem. Dass dir, du musst halt aufpassen, dass du dir nicht selber einen Strick dadurch bindest. Zack. So. Wäre ja schön, wenn diese Kisten weg sind. Ne? Wäre ja schön. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Da oben geht es halt auch noch weiter. Ich bin ja so ein Erforscher, ne? Ich bin so wie Dora. Dora the Adventurer. Ich musste ja ein bisschen lachen. Ich weiß nicht, ob das für euch auch lustig ist. Für mich war es auf jeden Fall lustig. Dadurch, dass wir ja jetzt zu einem Konzern gehören. Und da ist es tatsächlich wohl so, um eine Führungsposition in der Firma zu bekommen, muss man ein dementsprechendes Entwicklungsprogramm durchlaufen. Und daraufhin musste ich mich jetzt bewerben und es ist so dämlich wie in der Schule. Schreiben Sie bitte 250, maximal 250 Worte, wieso Sie eine Führungsposition haben wollen. Motivation und all sowas. Dann musste noch mein Vorgesetzter Texte dazu schreiben, wieso er glaubt, dass ich dafür geeignet bin und all so ein Mumpitz. Nimm ChatGPT. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Hätte ich eigentlich machen können. Scheiße. Hätte ich auf der Arbeit zwar nicht machen können, aber zu Hause.